Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Die Asynchronmaschine ist unser Thema. Jetzt haben wir verstanden, wie die Asynchronmaschine funktioniert, wie es zu diesen Momenten-Kennlinien kommt. Ich habe das da das letzte Mal aufgezeichnet, ja, was ein Schlupf ist und so weiter. Das wissen wir alles. Das wissen wir alles mittlerweile. Jetzt reden wir über, wie geht man damit um? Okay? Wie verwendet man es im Betrieb? Was wollen wir machen damit? Einschalten. Schauen wir uns das an, was da passiert beim Einschalten. Ich habe dieses Betriebsverhalten hier nochmal aufgezeichnet mit dem Kippmoment hier, mit dem Startmoment und mit dem Startstrom und so weiter. Und da sehen wir schon an und für sich das Problem. Wenn ich das einfach einschalte, das Ding, dann rinnt im ersten Moment ein sehr, sehr hoher Strom. Wie wir sehen. Ja? Warum ist das? Ja. Eben, weil eine hohe Spannung induziert wird, weil ja das Drehfeld sich sehr, sehr schnell vorbeidreht. Ja, und nun ja, bei kleinen Leistungen kann man sagen, passt schon. Ja. Bei großen Leistungen aber ist es keine Option. Ja, denn so viel Strom, wir haben schon mal gehört, der Strom ist einmal für sich das Gefährliche. So viel Strom ist schlecht. Ja. Was mache ich also? Was kann ich machen? Nun, üblicherweise wird so ein Motor ja im Dreiecksbetrieb verwendet. Ich habe ein Drehstoßsystem, Dreiecksbetrieb, Starkstrom, 400 Volt drauf oder wie groß auch immer, Dreiecksschaltung. Ja. Und jetzt konnte ich auf die Idee kommen, im ersten Moment schalte nicht Dreieck, sondern schalte Stern. Dann sinkt die Spannung an den Spulen, an den Erregerspulen, den Starterspulen, um den Faktor Wurzel 3, wissen wir, kennen wir ja. Ja, und wenn die Spannung um den Faktor Wurzel 3 sinkt, dann sinkt die Leistung, also das Drehmoment zum Beispiel, um Quadrat. Proportional Quadrat der Spannung, also um den Faktor 3, auf ein Drittel. Auf ein Drittel. Okay? Das heißt, die Drehmomentkurve schaut dann nicht so aus, sondern geht halt da unten irgendwie weg, ja? Und geht auf ein Drittel, nur praktisch parallel, nur immer ein Drittel vor dieser Linie. Jetzt wissen wir, warum wir das an und für sich im Dreieck betreiben. Ja? Selbe Maschine. Ja? Drittel der Leistung. Macht nichts. Ja. Also das ist praktisch das Moment im Dreiecksbetrieb und das da ist das Moment im Sternbetrieb. Ja. Dann ist das der Strom im Dreiecksbetrieb. Und auch der Strom sinkt, wenn das Moment auf ein Drittel sinkt, sinkt der Strom auch auf ein Drittel und da bin ich da unten irgendwo. Super eingeschriebener Strom. Das M. Das ist der I-Stern. Was mache ich also? Das ist vertretbar. Ja? Im ersten Moment werde ich also im Dreieck wegfahren, so lange bis sich der Schlupf auf einen vernünftigen Wert reduziert hat. Okay? Und dann schalte ich um. Das heißt, ich werde praktisch so kommen, ja, und dann schalte ich um, buk, dann wird der Strom nochmal groß und dann bin ich da halt irgendwo in meinem Betriebspunkt. Gell? Das heißt, hier Umschaltung. Von Stern auf Dreieckanordnung. Ja? So schaut das aus. Was macht das Moment? Das grundelt am Anfang dahin. Und dann
schalten wir um. Und dann stellt sie sich entsprechend der Last irgendwo ein. Und auf einmal habe ich nicht diese wahnsinnig hohen Ströme, sondern habe vertretbare Ströme, vertretbaren Strom. Ja, und ich brenne halt nicht. Ja, Stern-Dreiecks-Anlauf. Wichtig. Deswegen, ja, wenn eine Maschine, Handy, Stern-Dreieck, nicht tuduk, ja, warten, bis wir auf Drehzahl sind. Ja, und dann umschalten. Und die Drehzahl praktisch, je später ich umschalte, desto besser. Also wenn die schon auf Drehzahl ist, passt es dann. Ja. Nicht zu früh umschalten, weil sonst springen wir da mit dem Strom relativ weit nach oben. Okay. Das Ganze heißt Stern-Dreiecks-Umschaltung. Stern-Dreiecks-Umschaltung. Haben wir sie hier schon mal gehört? Jetzt wissen wir auch, warum das notwendig ist. Wie geht das eigentlich so mit dem Motor? Ja, also wenn wir hier irgendwo einen Motor haben, ja, da ist der Motor. Ja, dann hat er der auf seinem Klemmbrett, haben wir eh das letzte Mal aufgezeichnet, da die Anschlüsse so außer. Ja, und da gibt es ja nicht nur UV und W, sondern es gibt ja U1, V1, W1 und auf der anderen Seite gibt es U2, V2, W2. Ja? Und jetzt hänge ich da unten praktisch. Da unten hänge ich einen Schütz hin, der verbindet die auf einen Sternpunkt. Ja? Also da ist ein Schütz. Q2 nenne ich den, ist doch egal. Ja? Das ist der Dreieckschütz. Wenn der ausgezogen ist, sind die, also kann ich da oben, ja, weiterzeichnen. Da müsste man normalerweise noch irgendwelche Sicherungen und so weiter einzeichnen. Darum ist überhaupt der Motorschütz, der den ganzen einschaltet, der überhaupt, das ist der Q1, ja, der überhaupt da, und da oben geht's L1, L2, L3 dahin, ja. Also so hängen jetzt U1 die Spulen im Dreieck, ja, mit Q2. Weil U1 wird zum Sternpunkt geleitet, UV wird zum Sternpunkt geleitet und W wird zum Sternpunkt geleitet. Ich denke, das ist offensichtlich. Und wie müssen wir nachher den Dreieckschütz einhängen? Da haben wir nachher in Q3, das ist der Dreieckschütz. Ja. Der hat natürlich auch drei Kontakte, 1, 2, 3. Wie müssen wir die verbinden? Überlegen wir sie. U2, der ist offen. Ja. Das heißt, U1 und U2 müssen nachher mit U soll zwischen L1 und L2 geleitet werden, das heißt, ich muss da anhängen und muss hier daher verbinden. Passt. Ja. V ist nachher, verbinde ich hier hin, dann hängt V jetzt zwischen L2 und L3 und W. Na, das muss ich nachher auf dem 1er verbinden, weil das muss zwischen 3 zwischen 3 und 1 drinnen hängen. So einfach ist. Ja. Also das ist, das da ist der Sternschütz. Und das ist der Dreieckschütz. Nur, dass man das versteht, da dazwischen ist normalerweise irgendwo Motorschutzschalter da. Na, jetzt nicht eingezeichnet. Da fehlt Motorschutzschalter.
Motorschutzschalter, da ist halt, der schaut, dass nicht zu viel Strom einrennt und so weiter. Sicherung, Sicherung. Ja, also so würde das praktisch auch schon im Leistungskreis, wie jetzt diese Schützen hier angesteuert werden, ob das zum Beispiel so der Bug irgendwann eingeschalten, ja, und dann zuerst der Q2 eingeschalten wird, gleichzeitig mit dem, und nachher über zum Beispiel ein Zeitrelais automatisch umgeschaltet wird auf Q3, ja. Das wäre eine Möglichkeit. Oder ihr habt dann wirklich so einen Schalter, wo ich praktisch Duck Q2 einschalte und dann drei einmal weiter, dann schalte ich Q3 ein und Q2 fällt ab. Ja, ob das jetzt automatisch passiert oder nicht, hat beides, ich meine, automatisch ist immer nett, solange dieses Moment ausreicht, um den Motor loslaufen zu lassen. Wenn man dieses Moment jetzt nicht mehr ausreicht, um den Motor loslaufen zu lassen, schalte ich zwar auf Stern, der Motor dreht sich aber nicht weg und dann schalte ich auf Dreieck und dann habe ich den Salat mit dem großen Strom. Gell? Wenn ich dort bin und das mitbekomme, ja, dann kriege ich es mit. Wenn ich nicht dort bin, kriege ich es nicht mit. Ja. Ja, also einfach mit dem Zeitrelais funktioniert, ja, aber ist vielleicht etwas nicht so sophisticated. Das ist eine Möglichkeit des Anlassens, Stern-Dreieck-Umschaltung. Okay. Nächstes Mal reden wir über eine andere Möglichkeit des Anlassens, nämlich über Schleifringe. Schleifringläufer. Haben wir gesprochen, dass es einen Schleifringläufer gibt? Jetzt werden wir sehen, wozu der gut ist. Ja, das ist ja nämlich der Strom im Läufer. Und ja, wir schauen uns das an, was da passiert. Okay? Ja, für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.